So, Leute. Bumsen statt Bomben. Ihr wisst Bescheid. Also, okay, Boomer, meine Freunde. Auf geht's. Schauen wir mal ganz kurz rein. Let's go. Du hat mehr Abos. Du hat mehr Abos. Zu meiner Zeit haben wir gearbeitet. Wir haben dafür gesorgt, dass es euch heute so gut geht. Und was haben wir davon? Ihr hängt nur rum. Jammer. Was für eine unangenehme Szene. Könnte aber genauso passieren. Könnte genauso passieren. Den ganzen Tag wie Igenfurt. Da sitzt die Jugend von heute. Depressiv, Burnout, rumjammern, nichts tun und immer die Hand aufhalten. Okay, fetter Drop. Ich höre nicht zu auf meinem Schuh. Perfekte Hook auf jeden Fall schon mal. Geht mir schon mal richtig gut rein, Junge. Und ganz ehrlich, Leute, euch diese wirklich. Es ist ja nicht so, als wäre jeder aus dieser Zeit, also nicht jeder Boomer automatisch ein Boomer. Boomer sind ja wirklich genau diese Leute, die halt genauso sind, die sagen, früher war alles besser, da gab es keine Vaporizer und da haben wir gearbeitet und ihr seid alle depressiv. Genau das, was du hier quasi gerade porträtiert, Leute. Boomer, ich suche euch ganz kurz mal, bevor jetzt hier der ein oder andere nochmal im Chat fragt. Boomer ist eine Phrase, die sich im Laufe des Jahres 2019 im Internet-Meme entwickelte. Sie wird verwendet, um eine despektierliche und stereotypische Aussagen und Ansichten der Baby-Boomer-Generation zu relativieren. Die Baby-Boomer-Generation ist, glaube ich, von 1948 oder sowas bis die Babyboomer-Generation. Das ist von 1946 bis 1964, meine Freunde. Also most likely sind eure Eltern wahrscheinlich vielleicht auch Boomer. Ich glaube, danach kam Generation X, ich bin Generation Z und ihr seid Generation Y, Millennials. Ich weiß nicht, ich glaube Y und Millennials, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin Generation Z oder X. Ich glaube, mir fehlen ein paar Chromosome, keine Ahnung. Da steht ein Mann, schaut auf Tattoo und sagt Tabu. Ich sag, Tabu ist doch ein Spiel, er sagt, sagst du. Komm nicht auf den gleichen Nenner, ich huste Hus. Ich werde krank, sagt Thermometer, doch ich sag, okay, Boomer. Warte mal, Geistes, welches soll man nachgucken? Generation Z bin ich, glaube ich, oder? Ah, nee, ich bin Generation X, Alter. Das ist so scheiße. Generation X ist von 1961 bis 1981. Dann bin ich Generation Y, Leute. Generation Y bin ich, von 1981 bis 1996, weil ich bin 92 geboren. Fuck, Alter. Ich wäre schon gern Generation Z eher. Also jetzt bin ich ja schon eine Generation zurück quasi. So ein Scheiß, Alter. Es ist wirklich Zeit, dass ich langsam in Rente gehe, Leute. Ich habe hier keinen Bock mehr drauf. Ausrufezeichen Prime. Thermometer 100 Meter und sag, hey, nicht kümmern. E-Scooter, Preise sind Wucher, doch sie fahren einfach mal super. Langsam halt nebenan an, er sagt, mach mal, bitte langsam. Okay, Boomer, lecker, fahr zum Bäcker, vor zum Cracker, doch Herr Bäcker. Mag diesen Hausbeat, den Winzer gebaut, gefällt mir richtig gut, Mann. Bäcker, ich soll die bezahlen in Cash, doch ich zahle mir in Instagram. Aber leider nein von dem Chef, ich nur, okay, Boomer, essen, okay, Boomer, ich so, ja, weil das geht cool, Mann. Entschuldigung, Sie sagen okay Boomer in einem völlig falschen Zusammenhang. Damit sagen Sie eigentlich den alten, uneinsichtigen Leuten, die sich nur über die Jugend beschweren, dass sie ihre Zeit nicht mehr mit Argumentieren verschwenden wollen, weil es eh nichts bringt. Aber Sie verwenden diese Phrase total. So geil. Das bringt es so sehr auf den Punkt, Alter. Das bringt es so sehr auf den Punkt. Also eigentlich ist die Phrase ja gar nicht auf mich anzuwenden, weil ich gar nicht in der Boomer-Generation stattfinde. Okay, Boomer. Dopes Musik für die Ohren. Das weiß ich, das ist von Anni. Das habe ich gesehen, das ist von Anni the Duck, das Ding. Mein Cracker, Dr. Pepper, dieser Tag wird immer besser. Wow, der Swagger mit dem. Diesem Dr. Pepper Ding hier oben, Alter, mit diesem Dr. Pepper. Was ist das hier? Infusion, ne? Ja, ein Einlauf. Wahrscheinlich ist es ein Einlauf, Alter. Papa breitet zum veganen Metzger und sagt hi. Er sagt hi. Ich frag, kann ich mir was leihen? Er sagt, nein, du musst was buyen. Okay. Okay, Boomer. Wer bist du? Ich bin Joghurt, aber nenn mich Joghurt. Ich nenne dich ab jetzt nur noch Mogurt. Okay, Joghurt. Meine Hobbys sind, hab ein Klavier und du, Mann. Er Xing auf seinem iPad installiert. Business Boy. Ihr nur Generation YZ, ich Generation jetzt hier Loser. Hab Piano schon im Chromosom integriert, ihr Boomer. Statt den Router, Ego-Shooter, keine Blooper, alles super. Ja, wir übernehmen das Router. Okay.
Was viele nicht wissen, Leute, Drew hat wirklich halt ein Embryo in einem Glas rumgetragen, wurde dafür verhaftet. Finde ich ein bisschen krass. Hey, Boomer! Du bist unser lieber Blooper, bist ein Bruder von dem Bruder. Hör gut zu, man hört zu dir. Okay, Boomer! Geht mir gut rein musikalisch, muss ich sagen. Richtiger Party-Track, Alter. Geht so voll auf Macht die Robbe, Alter. Und das sind halt so, guck mal, das sind so Sachen hier. Ein Video von Juhu hat immer irgendwo noch eine Tiefe drin. So wisst ihr, was ich meine. Es ist halt immer, es wird auf Details geachtet. So absolut unnötig, wirklich. Für YouTube braucht das kein Mensch. Hoffentlich kommt jetzt nochmal eine Variation im Drop, Alter. Wins, bitte, enttäusche mich. Auf jeden Fall ein dopes Musikvideo. Früher war doch alles besser, Regeln, Werte, Moral. Genau das gleiche haben doch eure Eltern schon gesagt. Du willst mir was vom Leben erzählen, aber keiner fragt. Okay, Boomer. Okay, Boomer. Fridays for Future ist doch nur für Schule schwänzen. Ihr sagt doch, wir müssen für unsere Future kämpfen. Genau. Ihr jungen Kinder, lasst euch vom Internet blenden. Ja, das Internet ist nämlich schlecht, böse und hat noch keinem Menschen geholfen. Genau. Okay, Boomer. Geh lieber raus und zock nicht dauernd am Computer. Schwachsinn. Ich stream grad League of Legends für 2000 Viewer. Papa la Papa macht kein Geld mit Dego-Shooter. Dieser Strick an den Hals einfach noch, den sich diese Generation quasi selber angelegt hat und selber gedreht hat. Das sind so Bildsprachen, die diese Videos sprechen. Verstehe ich nicht, Alter, kann mich raus. Okay, Boomer! Geht mir wirklich gut rein, Mann. Deichkind Mädchen, so, ja, genau. Finde ich wirklich cool. Macht die Robbe Deichkind EDM, shit. Ich bin einfach Tubo, Alter. Wo ist meine Glatze, Leute? Ich bin einfach Tubo und sag jetzt einfach wieder irgendwelche Musikbegriffe. Deichkind, EDM, shit, macht die Robbe, Glitchhop, Hausmusik, Doodle im Hintergrund. Mega geil. Okay, Tubo. Ja, Mann, das ist ein geiles Ding, gefällt mir wirklich gut. Ist es echt ein Embryo? Ja. Geiles Ding, Ju, gut gemacht, Alter. Gefällt mir, Junge, gefällt mir. Auch das erstmal wieder ein langes Video, wo ich nicht beleidigt worden bin. Das weiß ich sehr zu schätzen, Ju. Trotzdem hat sich unsere Beziehung dadurch nicht unbedingt verbessert. So.